viele Familien in relativer Armut. Welche Auswirkungen hat das auf die Bildungschancen der Kinder in diesen Familien? Es hat sehr negative Auswirkungen auf die Bildungschancen. Es ist so, dass wir in Deutschland, das haben die PISA-Studien zum Beispiel gezeigt, dass wir einen sehr starken Zusammenhang haben zwischen dem sozialen Status von Familien und den Bildungschancen der Kinder. Je weniger Geld die Familien haben, desto geringer sind die Chancen von Kindern, dann auch tatsächlich einen guten Schulabschluss, Abitur möglicherweise zu bekommen und zur Hochschule zu gehen. Es hängt damit zusammen, dass wir ein Schulwesen haben, das noch nicht ausgerichtet ist auf das Fördern von Schülerinnen und Schülern, sondern es wird immer Leistung abgefordert. Und wenn es von der Familie her keine Unterstützung gibt, dann nach dem Schulschluss, am Nachmittag, bei den Hausaufgaben, bei Nachhilfe möglicherweise, wenn die Familien sich die Nachhilfe nicht leisten können oder die Eltern vielleicht nicht die Kompetenz haben und nicht die Zeit haben, sich darum zu kümmern, dann sind tatsächlich die Kinder, die nicht diese Unterstützung, diese Förderung bekommen, sind schlechter dran. Und deswegen gibt es eine so starke gesellschaftliche Spaltung, die sich dann eben durch die schlechteren Bildungschancen auch immer weiter fortsetzt und immer weiter vererbt. Und da müssen wir gegensteuern. Mit welchen Maßnahmen kann der Staat gegensteuern? Eine wichtige Maßnahme haben wir bereits unter der Regierung Schröder ergriffen, ist Ganztagsschulen. Also der Ausbau des Schulangebots auf Ganztagsschulen, damit alle Kinder, unabhängig davon, wie die familiäre Situation ist, dann eben am Nachmittag auch eine Unterstützung und eine Förderung bekommen. Dann müssen wir die Schulen besser machen, dadurch, dass wir mehr und optimal qualifiziertes pädagogisches Personal haben, damit eben auch eine individuelle Förderung passieren kann, dort wo Kinder vielleicht Schwächen haben, dass dann nicht einfach nur abgenotet wird und gesagt wird, du musst jetzt die Leistung bringen und wenn du sie nicht bringst, dann bleibst du sitzen und beim nächsten Mal wirst du abgeschult, sondern dass, wenn Probleme erkannt werden, dass dann eben eine besondere Unterstützung stattfindet. Das passiert viel zu wenig in den Schulen. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass wir das Schulsystem ändern, weg von dem dreigliedrigen oder mehrgliedrigen Schulsystem hin zu einem Gemeinschaftsschulsystem, damit eben alle Kinder auch voneinander lernen und profitieren können. Das eine Problem liegt also im Schulsystem, im Beschulungssystem der Kinder. Was muss sich noch ändern? Welche weiteren staatlichen Möglichkeiten gibt es, die Familien zu unterstützen? Im Grunde fängt es ja schon vor der Schule an. Das ist der vorschulische Bereich, Bildung und Betreuung ab dem ersten Geburtstag zu einem Rechtsanspruch zu machen. Das ist ein zentrales Ziel der Sozialdemokratie gewesen, haben wir auch in der Großen Koalition auch jetzt mit durchgesetzt. Und natürlich gibt es einige Dinge, die kann Schule dann am Ende nicht oder auch die Vorschule am Ende nicht auffangen. Da müssen natürlich die Familien gestärkt werden. Mit Beratungsangeboten, mit Unterstützung, auch zum Beispiel mit Förderungen für etwa Migrantenfamilien, auch was den Spracherwerb anbetrifft, Beratungsangebote, aber eben auch mit Geld. Es ist ganz klar so, dass die Regelsätze Arbeitslosengeld II, das berühmte Hartz IV, für Kinder zu niedrig dimensioniert ist. Da muss einfach mehr Geld in die Familien tatsächlich, damit die Kinder überhaupt die Chance haben, auch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Auch das ist ein wichtiger Bereich, was auch mit Bildungschancen zu tun hat. Wie ist es mit dem Sportverein? Wie ist es mit Musikinstrument erlernen? Wie ist es auch mit anderen Freizeitangeboten partizipieren können, mit anderen Kindern mitmachen können? Das hat eben häufig auch mit Geld zu tun. Und deswegen müssen wir die Arbeitslosengeld-II-Sätze insbesondere für die Kinder überdenken. Danke.